Cody Mabel. Ich hab nie daheim gehabt, wirklich. Weil daheim ist erst das Leben losgegangen. Daheim hast du deinen größten Kritikern stehen müssen. Hab ich dann einen Anruf gekriegt, bin sofort im Vollsprint nach Hause. Hab dann auch angefangen, mit beiden Fäusten eben zuzuschlagen. Was du nicht da Menschen zur Seite stößt, der was mir hilft im Glauben an dich und mich näher zu dir bringt, dann scheiße ich auf dich. Wenn ich an meine Kinder denke, sehe ich vor allem viel Angst, viel Trauer über das, was passiert ist. Meine Kindheit war vor allem geprägt von psychischer Gewalt, die auch sich in physischer geäußert hat. Die größte Angst war die Angst vom Versagen, angeschrien zu werden, in die Enge gedrängt zu werden, so wie du ein Verbot auferlegt bekommst. Weil du alles falsch gemacht hast, hast du versucht, alles richtig zu machen. Und meistens im Versuch, alles richtig zu machen, hast du alles nur noch schlimmer gemacht. Ich hab nie daheim gehabt, wirklich. Ich habe Tagebuch geschrieben, weil ich wollte, dass Menschen mich nachvollziehen können nach meinem Ableben. Ich habe aufgeschrieben, wie es mir gegangen ist. Ich habe jede Einzelheit aufgeschrieben. Und habe den Brief begonnen, eben mit dem Satz, hey, und die Autorität, die diesen Brief eben bekommt, ich entschuldige mich gleich im Vorhinein für die Rechtschreibfehler. Das ist mein Leben, seitdem ich mich eigentlich erinnern kann. Bitte tut was. Wenn dein Zuhause kein Zuhause ist, dann suchst du dir ein Zuhause in Menschen, in Hobbys, draußen und vor allem draußen. Das ist genau das. Ich bin viel rausgegangen. Man hat dann auch schon bei mir zu Hause gesagt, du bist nur noch draußen, wir sehen dich gar nicht. Es ist für dich wie ein Hotel, du kommst nur zum Schlafen und gehst dann wieder raus. Vor allem auch im Fußball, also Tag und Nacht am Fußballplatz gestanden, bis die Gelenke geschmerzt haben. Dann bist du erst nach Hause. Dass ich mit Freund nicht ins Detail habe gehen können, über das, was daheim passiert, weil ich mir auch dafür geschaumt habe und das auch nicht zu meinem Bild gepasst hat, war es also so, dass ich mit irgendwem reden habe müssen. Und von klar auf habe ich eigentlich immer schon gewusst oder das Gefühl gehabt, okay, da muss jemand sein, der ist größer wie ich. Meine Mutter hat mir das Vaterunser beigebracht. Aber die ersten Gebete haben weniger schön ausgeschaut. Das Bauchgefühl gehabt den ganzen Tag über. Meine Freunde haben gewusst, nachdem kann man die Uhr stellen. Und haben schon gewusst, oh oh, da wird irgendwas sein. Wie es kommen musste, habe ich dann einen Anruf gekriegt. Zu Hause ist vollkommene Eskalation. Da alles rastet aus. Irgendwie ist wieder Gewalt vorgekommen. Und ich bin dann eben nach Hause gebeten worden. Bin sofort im Vollsprint nach Hause. Und ich klopfe an, die Tür wird geöffnet, ich werde beleidigt und auf einmal eskaliert alles vollkommen. Ich habe dann auch angefangen, mit beiden Fäusten eben zuzuschlagen. Und es war alles so schnell, dass ich dann das gar nicht mehr mitgekriegt habe. Dann habe ich schon ein Messer in der Hand gehabt, habe dann schon zum ersten Stich angesetzt. Meine Mutter hat mich dann angeschrien, hat gesagt, renn. Ja, und ich bin auch sie bei der Tür, auch wie zu meinem besten Freund. Den seine Familie macht die Tür auf, schreit los, er hat gewusst, was bei mir los ist, er nimmt mir das Messer aus der Hand, ich gehe in seine Wohnung, fall zu Boden, kollabiere komplett, fange an zu schreien und zu weinen, hab nicht mehr gewusst, wohin mit mir selber. Die Nachbarn haben mich gesehen, wie ich runtergehe mit diesem Messer in der Hand, rufen die Polizei. Da wurde bis 3 in der Früh verhandelt und alles festgehalten. Ich habe mein Tagebuch, das ich geschrieben habe, habe ich angegeben. Der Polizist hat selbst mit den Tränen eben zu kämpfen gehabt, weil er das gelesen hat und für ihn das so unvorstellbar war. Ich bin raus und war um 3 in der Früh das erste Mal wirklich frei, weil ich gewusst habe, daheim wart keiner auf die. Daheim wart keiner auf die, der die fertig machen will, der die vielleicht schlagen will, der die für irgendetwas Schuld macht, wo du keine Schuld dran trägst. Eben bin gesprintet und gesprintet, einfach nur durch dieses Freiheitsgefühl und immer aufhören können zum Laufen. Und habe gesagt, hey, danke Gott. Danke für das, dass das da passiert ist.
Bin dann neben der Matura arbeiten gegangen. 8 bis 2 in der Schule, 3 bis 1 dann bei uns hier bei McDonald's gearbeitet. In dieser Arbeit dann war ich so traurig und habe wieder angefangen zu beten, weil ich gesagt, ich kann hier mit niemandem reden. Keiner kann mir da irgendwie zuhören. Mir sind Sachen passiert, die hörst du eigentlich nur aus den Nachrichten. Dann habe ich angefangen zu beten und habe gesprochen und gesprochen und habe alle meine Klagepunkte eben bei Gott lassen. Und habe dann mit dem Satz aufgehört, okay, was du nicht da einem Menschen zur Seite stößt, der was mir hilft im Glauben an dich und mich näher zu dir bringt, dann scheiße ich auf dich. Genau. Ja, ich glaube 2-3 Tage später habe ich ein Mädchen kennengelernt. Mit der habe ich mich super gut verstanden. Und diese Frau hat in kürzester Zeit, also habe ich bei keinem Menschen wahrgenommen, in kürzester Zeit Zimmer, die mir da gefühlt zu Hause, wo ich wirklich sein kann, wie ich bin. Und da habe ich mir gedacht, hey, da ist irgendwas Größeres dahinter. Ich habe Familie kennenlernen dürfen, wir haben sofort über Gott gesprochen, wir haben über die Bibel gesprochen, Geschichten aus der Bibel, ihre Erfahrungen mit Gott in ihrem persönlichen Leben. Das hat mir Hunger und Durst gegeben. Nach diesem lebendigen Gott, der wirklich da ist und der was mich durch dieses Ganze hindurch gesehen hat. Wenn ich auf mein Leben jetzt schaue, dann ist der große Unterschied zu früher. Ich habe jemanden, der meine Fragen beantwortet. Ich habe jemanden, den ich wirklich meinen Vater nennen darf, der was wirklich immer mein liebender Vater war. Und die Fragen auf mein, wohin geht's, warum ist das passiert und wie soll ich damit umgehen? Ja, der beantwortet mir das jetzt. Freiheit, Freiheit von so vielen Dingen, Freiheit von der Vergangenheit, dass ich nicht mehr diese Identität suche in diesem Elternhaus, das ich nicht gehabt habe, sondern meine Identität finde in einem Vater, der mich liebt, dass ich weiß, hey, ich bin nicht der David, der zu Hause Schlimmes erlebt hat, sondern ich bin der David, der geliebt ist, der Liebe zu geben hat, Freiheit in dem einfach zu sein, wer ich bin. Im Vergleich zu früher habe ich jetzt was mir damals gefehlt hat. Und das ist auch daheim. Und überall, wo ich hingehe, bin ich daheim, weil ich weiß, mein Vater ist mit mir. Genau. Ich bin der David und Gott ist mir untergekommen.